Und herzlich willkommen bei einer Folge B-Town. Mit dabei ist Marc. Hallo. Ich backe im Boden und da sind wir auf jeden Fall. Marc ist sozusagen im Teamviewer mit dabei. Das ist ein Programm, mit dem man sehen kann, was der andere sieht. Bei mir dauert es ja noch, bis ich B-Town aufnehmen kann. Ja, genau. Und jetzt redet er mal ein bisschen mit. Und wir waren auf der Suche nach Zuckerrohr auf jeden Fall. Ich schau noch mal in den Kisten, da haben wir Bambus, aber wir brauchen ein ganz normales Zuckerrohr an sich. Bambus, nein! Bambus, nein! Jetzt muss das wieder so drehen lassen. Maluberry, da haben wir... Also wir brauchen auf jeden Fall anscheinend noch einmal eine... Warte kurz, noch mal so eine Bambus... noch eine Getränkschale für Pina Colada, damit die auch wieder später zurückkommen. Perfekt. Haben wir alles? Ne, Kokosnuss haben wir. Haben wir eine Ananas? Ne, natürlich nicht mehr. Gut, dann, hier nochmal. Was ist denn Kokosnuss? Ja, brauche ich für eine Pina Colada, damit ich in Tropicraft rein kann. Ah. Ich stelle mal gerade weg. Ja, es könnte ein bisschen halt. Marc, du kannst. Es kann sein, dass du mich nicht immer verstehst. Es liegt aber daran, dass es ein bisschen laggt. Ich habe ja jetzt TeamViewer, Skype und nimm noch auf, also. Warum? Oh, ich verstehe dich ganz normal. Achso, hat das Spiel bei dir geleckt? Nein, meine Stimme war weg, habe ich gesagt. Achso. Oh, hör doch zu. Entschuldigung. Auf jeden Fall möchte ich jetzt noch einen Klassenkumpel grüßen. Ja, dann grüß mal du als erstes. Ich möchte deinen Klassenkumpel grüßen. Achso. Hallo, Ding. Tim. Hallo, Ding. Hallo Ding, Alter. Ja, hallo Tim und ja, wir können jetzt weitermachen. Es ist ein verrückter Typ mit einer Schaufel. Ist das nicht MC Expert? Ja! Nein. Oh. Oh. Ganz viele bunte Bäumchen. Ich habe nur Verlierer in meiner Klasse. Außer das hat irgendjemand, ne? Das zufällig sieht, auch wenn ich das nicht glaube. David, du bist ein Verlierer. Er denkt, er hat eine Chance für mich. Das ist so ein League of Legends Zocker und der denkt, er hat eine Chance gegen mich, obwohl ich das noch nie gespielt habe. Also fast nie. Selten. Und im Battlefield denkt er auch, der gewinnt. Apropos LOL, wir können ja mal auch wieder Dota... Denkt er auch, dass der besser ist. Wir können auch mal wieder Dota 2 spielen, Marc. Ja. Für alle, die wissen wollen, was mein... wegen meinem Steam-Ad etc. mein Steam-Account ist in... auf meinem Kanal verlinkt. Ich finde nur... Was denn das für fette Teile? Ich will eine Ananas haben. Ananas! Da ist noch eine Ananas, die will ich haben. Komm. Ananas, ja. Also jetzt können wir uns eine zweite Pina Colada machen. Ich bin immer noch eine Hexe. Wie viele brauchst du davon? Zwei. Jetzt habe ich zwei. Ups. Das ist ein Cocktail. Ja, aber hier steht Pina Colada. Verwandle dich mal in irgendwas. Ich war gerade eine Hexe. Kannst du nicht diese Gestalt noch irgendwo speichern, dass du dich immer wieder in die verwandeln kannst? Wahrscheinlich schon, aber ich bin zu dumm dafür. Mach mal dieses Rad auf. Bin nur ich. Ich will hier Tiere züchten, wenn ich anfange. Intro. Fetter Bass. Nochmal ein großes Dankeschön an Crynox Hadi. Der hat mir mein neues Hauptintro gemacht. Und nochmal an Dorsch Designs für das B-Town Intro. Oh, so viele Intros. Introductions. I can't believe it. Marc! Ja? Das Zuckerrohr. Das ist cool. Das ist Zuckerrohr. Das heißt, wir können uns Max Enchanter machen, weiß ich. Das können wir? Wir haben jetzt gleich einen Max Enchanter, ja? Boah, geil. Der bringt voll viel, hab ich gehört. Ja, Mann. Da kannst du automatisch gleich deine ganze Rüstung und alles enchanten. Das ist sowas wie ja, Enchanting Plus und alles. Ja, Mann. Ich hab dir das doch gerade alles erzählt. Was? Ach ja, stimmt. Entschuldigung, nein. So, ich kann dir auch was machen. Was ist das für eine schwarze Brühe? Ey, du kriegst Schaden. Das ist Gift. Oh mein Gott. Das nehme ich in den Wassereimer mit. So. Gut, dann können wir wieder ein paar Leute sabotieren. Du musst das abwaschen. Ich muss nicht abwaschen. Ich habe einfach nur mein Wasser ausgeschüttet, um das mitzunehmen.
Einfach damit ich irgendwelche Leute trollololol machen kann. Immer wo du ins Wasser gegangen bist, dann hat es aufgehört. Das sah nur so aus. Siehst du? Das hört nicht auf. Woo, woo, woo. Drogeneffekt. Wupp. Wupp, 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 wupp. Da, 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 da. Zu viel gepumpt oder was? Na, ich mag Pumpen nicht. Pumpen ist scheiße. Vor allem bei Fahrrädern, ne? Wenn ihre Reifen platt sind. Ja. Okay. Aber ehrlich, ich halte nichts von Pumpen. Ich finde das dämlich. Wenn alle dann das Fitnessstudio. Die trainieren nicht mal richtig, die pumpen einfach. Die pumpen einfach nur Fahrräder. Wenn man schon trainiert, dann auch richtig. Die pumpen Fahrräder auf. So eine Gacke. Dann laufen die später mit so breiten Armen, so einem Rücken wie ein Esel. Rücken vorgebeugt, als ob die Quasimodo wären. Und eine Scheiße, so laufen die Pumpen. Kastenstall auch. Und dann später so ein Rücken, als ob die Quasimodo wären. Dann laufen die so vorgebeugt. Wie so ein Esel. Ein Moment, so ganz kurz was schauen. Auch wenn ein Esel nicht vorgebeugt läuft. Moritz war gerade in der Gruppe drin, hat zugehört, ich habe ihn eiskalt rausgeschmissen. War der die ganze Zeit drin? Ja! Tut mir leid, Moritz, ich wusste das nicht. Weil du guckst auf den Teamviewer, dann hättest du es sehen sollen eigentlich, ich war gerade in Skype drin. Oh. Oh. Ja. Ich mag's nicht, wenn auf einmal irgendwelche Leute in die Aufnahme platzen. Er hat doch gar nicht geredet. Ja, aber er hat einfach gemacht, das kann ich mir vorstellen. Genau. Das kann ich mir bei Simon vorstellen, dass er auf einmal was von Hitler erzählt. Nee, erzähl dir, warum die Welt nicht fünfeckig ist. Ja, nee, warum die fünfeckig sein sollte. Halt meine Brightness auf hoch eigentlich? Video Settings, Modi, Bright. So, dann sehe ich dir wenigstens in der Aufnahme was. Und nicht nur ein schwarzes Bild, da hätte ich auch gleich ein schwarzes Bild als Video nehmen können. Ja, da wächst ja krass im Wasser. Ja, das tut es. Welche Version ist das? Die neueste, auf jeden Fall, ach ja, genau, das kann ich auch noch kurz sagen. Danke, Marc, für die tolle Gedächtnisstütze. Kein Problem. Auf jeden Fall, B-City hat ein Update. B-Town, beziehungsweise halt B-Team hat ein Update. Warte, mach F5, damit man sieht, wie du dich verfüllen. Von Anfang an, du Arsch. Bist du hässlich? Jetzt mach den mit F5 fertig. F5? Das sieht man gar nichts. Das sieht jetzt überall aus, als würde ich schlagen. Das wäre ziemlich cool. Nein, wie du dich verwandelst. Ja, das kann ich dann machen. Gut, dann verwandelst du dich nur, wenn du der Cubecrafter-Skin bist. So, ich weiß es nicht, aber. Das sieht ja geil aus. Warum hast du deine Arme als Beine gehabt? Das ist ein Bug, Alter. Ja, das ist halt bisher noch verbuggt wahrscheinlich. Das ist geil. Oder extra. So, Haus. Sieht aber geil aus. Also, wir sind meine Waypoints wieder geupdatet, okay. Jetzt habe ich zwei Haus-Waypoints. Ja, du hast noch nicht gesagt, welche Version das ist. Meinst du B-Team? Ja. B-Team läuft auf 1.6.4. Okay. Und auf jeden Fall ein paar neue Updates für Galacticraft waren drin, auf jeden Fall. Und was macht man da? Zum Mond reisen. Oh, das ist cool, das will ich machen. Nachdem ich meine gezüchtete Armee gegründet habe. Okay, muss mal schauen, wie lange ich... Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit rauszugehen. Erstmal gehe ich nach Hause. Also, meinst du, man kann die nur Einhörner züchten? Aber nur, wenn sie pink sind. Ja, pink ist scheiße. Hallo. Gelb. Erfahrung? Nö. Auf Ayosh im 964 haben die noch keine Erfahrung. Ich tölpel. Bist auch wie schon ein Halunke. Oh, weil ich so cool ja, nicht gedacht habe. Das hat's ja gebraucht. Du kennst es sicher, wenn Sand gerade generiert wurde und dann. Also in der Luft hängt, du baust einen Block ab und dann. Klatsch alles runter. Und, ja, alles auf einmal auf dein Gesicht. Komm her! Pumper. Und Bogen. Eisenpumper, ich hab heftige Arme. Ich bin so hell wie etwas in der englischen Sprache. Ja. Nein, ich bin so breit wie etwas in der englischen. Ich bin so breit wie etwas Helles in der englischen So war das richtig. Ach so. Ja, ich bin nicht so ein Rapper. Ich bin so hell wie etwas Breites in der englischen Ja, ich hab. Warte, das wird jetzt cool. Pass auf. Da auch.
Wow. Das war cooler. Das war cooler. Okay, dann gehen wir auf jeden Fall nochmal zurück und dann glaube ich, beendet ist auch die Folge schon zu Ende. Wir haben Bambus gefunden! Oder Zuckerrohr, wie es jetzt eigentlich warum ist. Schon auf? Ich weiß es nicht, kann gleich nachgucken. Kommen wir vor 5 Minuten. Ja, das ist aber immer so, wenn du aufnimmst. Das ist. Da kann ist man sich eigentlich beschweren. Ist klar, ja, ist klar. Hast du nichts so eine Zeit oder so? Was? Ich hab meine Audiospur. Ja, guck mal nach gleich. Ja, mach ich, aber ich will erstmal nach Hause kommen. Könntest du in der Zeit über ein Thema unterhalten? Ja, unterhalten wir uns über ein Thema. Sag ein Thema. Pokémon. Okay. Das hässlichste Pokémon ist Schlurp. Das hässlichste Pokémon, also meinst du, es geht um die Sprites oder an sich? Überhaupt hässlich. Quappo. Nein, Quappo ist cool. Quappo ist cool. Quappo ist eine Kante. Das hässlichste Pokémon. Und er geht nicht pumpen dafür, dass er dicke Arme hat. Nein, weil willst du es wissen? Weil ich ihn kenne. Ja, Quappo schon so ein Schlawiner. Das ist er. Woher kommt die Spinne? Ich hör sie. Ah, Macholo geht aber pumpen. Ja, der ist aber auch ein Eisenpumpe und hat heftige Arme. Ja, und so breit wie etwas heißt in der englischen Sprache, Alter. Bright. Shine bright like a diamond. I got an old black Cadillac. BDP. Who cares that man? Where's the man? Where's my kid daddy? Ist aber auch cool mit dem Teamviewer, das könnte ich öfters machen. Ja, was willst du jetzt über Pokémon unterhalten? Oh, und der Damage Indicator wurde geupdatet. Pokémon ist cool. Also das war jetzt das Thema. Ja. Okay. Kurz und knackig. Du wirst trotzdem verlieren. Ah ja, genau, das können wir auch mal einfach sagen. Einfach weil es geht, ne? Ich und Marc machen so ein kleines Battle, so ein bisschen Pokémon X und Y. Weil wir beide haben das Spiel. Ja, ich habe Y und du hast X. Ja. Hässliches legendäres Drecks-Pokémon. Das ist cool. So ein Elch. Du hast einfach so ein Elch. Ja, ich benutze ihn sowieso nicht. Ja, und der ist trotzdem scheiße. Und der von Y, der hat eine coole Attacke. Schießt einfach so ein Strahl auf dich. Stell vor deinen Papierkorb, wollte ich jetzt sagen. Stell vor deinen Papierkorb, wird einfach so gelöscht. Einfach so. Nein, nein, ich meine, stell vor deinen Zuckerrohr geht einfach kaputt. Ja, dann wäre ich ausgerastet, Alter. Hätte ich sofort geraged, Quilzeit. Ich hasse Creeper. Creeper sind scheiß. Die machen immer mein Haus kaputt, wenn ich was baue. Okay, wir haben noch 3 Minuten. Okay. 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 Dann. Eigentlich könnten wir. Oh Mann, ist mir wieder hier in Tropicraft gegangen. Ich bin so. Ich hab's schon, aber ich mach's einfach nicht. Ah, vielleicht wurde jetzt. Vielleicht geht ja jetzt Tinker's Construct. Das kann ich kurz ausprobieren. Dann kann ich es vielleicht in der nächsten Folge mit Tinker's Construct ein bisschen machen. Willst du jetzt nur 1 oder 2 Folgen aufnehmen? Ich mach 3 oder 4. Jetzt? Ja. Okay. Also habt ihr mich noch länger an der Backe. Ja, aber dich mögen die Leute, habe ich das Gefühl. Das ist doppelt gehört, Alter. Ich weiß, ich auch. Ich höre alles doppelt, was ich sage. Das ist sowieso, ja, das stimmt. Zum Beispiel jetzt. Nein, mir fehlt noch der Stein. Oh, ich bin so ein Idiot, ich bin so ein Tölpel. Ich bin so ein Schlawiner. Jetzt sag redet. Jetzt die ganze Zeit Hallo. Was habe ich dir gerade gesagt? Ich höre alles doppelt. Ja, das tust du. Oh ja, du bist schon so ein Verrückter. Ich kann mich sogar mit mir selber unterhalten. Ja, besser als mit mir, oder was? Du hast gerade Schaden bekommen. Ja, von so einem Strauch. Strauß, wollte ich schon sagen. Strauß, das sind schon was Lustiges. So, dann ja, muss ich noch mal kurz Kobbel abbauen. Ich glaube, Domme nimmt es mäßig übel, wenn ich hier... Was ist denn das da für eine Höhle? Von Flamu HD. Oder Flamu Place, wie er jetzt heißt. So, dann gehen wir schnell mal Tinkers Constructen. Sieht da sehr spektakulär aus. Ja, besser als mein Haus, ne? Ja, ja klar. Hast du nicht gesehen, was da alles drin war? Öfen. Bloß keine Öfen bei dir. Geht immer noch nicht. Was ist denn das? Da kann ich die Form für Tinker's Construct machen. Das ist ein bisschen aufwendig, aber es ist cool. Und was macht man damit? Dann kann man die coolsten Werkzeuge damit machen. Cool! Auch Waffen? Ja. Kannst du geilere Rapiers Waffen machen und ich glaube Katanas auch. Katanas! Das habe ich auch doppelt gehört, Alter. Okay, ich habe immer noch keine Ahnung, wie es geht. Vielleicht weiß es ja einer meiner Zuschauer-Kommentare schon. Aber wenn nicht, dann muss ich mich im Internet darüber schlau machen. So, oh Gott,
Die Nacht geht unter. Ich hab gedacht, es wird genau andersrum. Das wäre zu schön gewesen. Okay. Dann gehe ich jetzt noch schon an die Obsidian-Farm und dann kann ich gleich auch beenden. Ja. Leider. Bin ich irgendwie leiser als gerade? Bisschen, ja. Jetzt immer noch? Nein, ist besser. Okay. Oh, das ist ein Enderman, den muss ich töten für einen Blockmover. Nein. Herr Enderman, bleib stehen. Nein. Blockmover? Ja, damit kann ich Blöcke bewegen. Ja, ist gut. Ist ja nicht so, dass du die abbauen kannst. Nein, aber zum Beispiel kann ich Kisten, ohne dass ich ihren Inhalt leeren muss, bewegen. Ach so. Und du brauchst keine Lierhacke für Obsidian. Das auch. Klar. Du kannst nicht in den Inventar nehmen. Das gleiche, aber nee, ich brauch's jetzt für so ein Netherportal, stimmt. Ja. Das ist echt klug. Ja, dann brauche ich kein Obsidian, ich brauche eigentlich nur auch Enderperlen. Gut, aber erstmal beende ich jetzt auch die Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen. Und ansonsten haut rein und... Tschüss. Tschüss. Oh, da ist noch eine Ananas. Gut. Stimmt. Warte, jetzt musst du so ausblenden, wie du die abbaust. Ananas. Nö. Jetzt Dubstep.